So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Wie ich schon angekündigt habe, heute spiele ich das neue Map Pack. Und wie ihr seht, bin ich schon Prestige 8. Also es geht richtig schnell hier beim Spiel und dann gleich wähle ich mir sofort mal die Waffe aus. Die ist ja jetzt unter MP. Da Friedensstifter, schön. Ne? Nicht mehr Peacekeeper, sondern Friedensstifter. In Deutsch haben sie halt Deutsch umbenannt. Ja, ich habe auch mal die neuen Karten schon mal gespielt, damit ich mal ein bisschen weiß, wie das so ist. Ich spiele noch mal erstmal nur die Karten, damit ich euch die mal zeigen kann. Ich glaube, ich spiele aber erstmal nur Team Deathmatch. Da, ja. Ich habe auch die Klasse schon mal voreingestellt, hier die... Den Raketenwerfer mit Hardliner, Plünderer, Techniker, Granate und EMP-Granate. Ja, leise. Wo spielen wir denn jetzt? Ah ja, Hydro. Sehr gute Map, muss ich schon mal sagen. Jetzt mit dem Wasser. Das Einzige, was ich da blöd finde, ist, dass die Sprecher, also wenn das Wasser kommt, diese Warnhinweis, dass der nicht in Deutsch übersetzt wurde. Der ist in irgendeiner Sprache. Ich glaube, ja, keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Ich kann das nicht definieren. Da, ja. Ist halt komisch. Und ich habe mir auch mal den Friedensstifter mal so im privaten Spiel mal angeguckt. Und, also er ist eigentlich ganz gut. Soll ja so ein Hybrid zwischen MP und Sturmgewehr sein. Ja. Wie das jetzt im Multiplayer ist, das habe ich jetzt noch nicht, weil, wie gesagt, noch nicht getestet, weil ich es da mit euch machen will. Oder besser gesagt, hier im Let's Play. Ja gut, mit euch auch. Also, wie schon gesagt, im Zombie-Modus habe ich das ja, also im Zombie-Let's Play habe ich da mal angesprochen, dass ihr mit mir spielen könnt. Und ja, wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr mich anschreiben. Einfach... Also entweder schreibt ihr mich über YouTube an und ich schicke euch dann eine Einladung oder ich schicke mir gleich eine Einladung in PSN und schreibt dann rein, was für einen YouTube-Account ihr habt. Euren YouTube-Channel schreibt ihr einfach rein. Und ja, also ihr müsst das Map-Pack jetzt nicht besitzen, das verlange ich jetzt nicht. Ich spiele auch mal so mit euch, einfach mal so, ohne Aufnahme, einfach nur zum Spaß, ne? Und ich laufe jetzt sinnlos rum und suche Gegner. Und ich habe auch in letzter Zeit eigentlich nur Hardcore gespielt, muss ich sagen. Wo ist denn der? Ah, da oben. Nur Hardcore gespielt, also die letzten Wochen, Monate, so lang halt, schon sehr lange. Und auf weite Distanz ist die irgendwie nicht so gut. Oder kommt mir das jetzt nur so vor, weil ich noch nie mit der gespielt habe? So, mal getroffen im EMP. So, Führung übernommen, schön. Wo sind sie? Tür zu, toll. Hätte auch sehr, eigentlich, ja, 30 Schuss ist eigentlich Standard für eine MP, oder? Ja. Ich habe die PDW, die hat ja 50 Schuss. Also ist, glaube ich, die einzigste, die mehr hat als normal. Ach. Aha. Muss ich, glaube ich, erstmal nach vorne gucken und dann zur Seite. Schmeiß ich mal eine Granate. Und ich setze mich hier hin und... Na, Mist. Nicht tot. Yay, Rotbrotvisier. Oh. Auch mal jetzt hier schon wieder? Weiß ich nicht. Jetzt aber.
toll. Also dieser Sprecher da, den finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Also das passt irgendwie nicht so. Mann, das ist blöde. Naja, wie ihr vielleicht auch schon festgestellt habt, habe ich jetzt auch schon, ich habe jetzt umgestellt auf Full HD und deswegen habe ich ja, ich habe mir ja eine neue, ich komme hier gerade voll aus dem Satzbau raus. Ich sag irgendeinen Scheiß. Ne, also ich habe mir eine neue Aufnahmekarte gekauft. Und... Hä, wo war der jetzt? Und man sieht ja auch, dass jetzt die... Ich hoffe, man sieht's. Auf YouTube weiß ich gar nicht. Dass die Qualität sich schon ein bisschen verbessert hat. Ein bisschen eigentlich sehr, sehr stark verbessert hat. Weil jetzt das tut nicht so hin und hinterher. Boah. 4 zu 10. Das ist ja... Ich bin noch Hardcore gewöhnt hier. Das Gefühl. Abgeschossen, ja. Bin total Hardcore gewöhnt, weil bei Hardcore kriege ich einfach viel mehr hin. Oder? Weil die nach 2 Schüssen sterben. Hier braucht man was weiß ich wie viele. Man spielt irgendwie nur in diesem Teil der Map hier. Das ist. Naja, der erste Volltreffer, oder? Weiß ich gar nicht. Also ich muss ja die Volltreffer machen. Weil ich will ja die Waffe auf Gold. Oder besser gesagt auf wie heißt sie? Auf Karo. Mit euch zusammen machen, weil ich habe nämlich jetzt ganz schnell nochmal die MPs auf alle auf Gold gemacht, außer halt die Waffe. Und ja, das sind jetzt alle auf Karo und da kann ich die hier auch gleich auf Karo machen. Und ja. Ich werde auch jetzt nur am Anfang jetzt, glaube ich, die Team Deathmatch spielen. Dann vielleicht noch ein bisschen Herrschaft. Aber wie ihr seht, ich glaube, ich wechsle dann wieder zum Hardcore. Da spielen wir zwar nicht immer nur die Maps, die neuen. Aber die kommen da auch drin vor und... Ja. Weil, also, ich finde es halt. Also, ich finde den Modus gut, nur. Ja, ich sterbe zu oft. Ja, toll, der wäre schon längst tot. Das gibt's nicht. Ich meine, im Hardcore. Bekomme ich es nicht immer hin, aber ich habe meistens so 30-10 oder 30-17 so. Also, das kann man jetzt nicht so sehen, aber das ist auch Hardcore. Hardcore ist auch einfacher. Viel einfacher. Ui, Lasermarkierung. Lasermarker, so heißt das. Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Wir verlieren diesen Kampf. Wenn ich schon mal dabei bin, sollten wir lieber mal den anderen... den, wie heißt der, Smaug oder so, oder weiß ich, ja, ich kann die nicht so aussprechen, also den ersten Raketenwerfer, oh, jetzt war gut, den ersten Raketenwerfer, ich glaube, den werde ich mir lieber jetzt wieder reinmachen, weil den tue ich nämlich gerade auch auf Gold, oder versuche ihn auf Gold zu machen. War ja auch bei dem Raketenwerfer hier, bei dem Lenkraketenwerfer, nee, weiß gar nicht, also bei dem hier halt, bei dem FHJ-18AA war es auch schwer, den auf Gold zu machen, weil man musste ja 10 Abschussserien, die von Spielern gesteuert werden, kaputt machen. Und ja, da sind in Hardcore sehr wenige, ich glaube hier sind auch sehr wenige, also die sind irgendwie nicht so vertreten. Dass die mal kommen, aus einer Hunter-Kill. Ne, was war das? Dragonfire-Drohnen. Oder? Dragonfire? Ja, Dragonfire-Drohnen kommen da meistens und da habe ich immer drauf geschossen, einmal getroffen und sind nicht kaputt gegangen. Warum auch immer. Verstehe ich nicht so ganz. So, was haben wir denn hier so gekriegt? Also, wo sind sie? 2 Volltreffer von den 100. Kann ich ja mal hier. Tarnung hier. Brauchen wir dann also 5 für die erste. 100. Auf Hardcore würde ich sehr schnell schaffen. Wo ist er? Hier.
hier, ja, weiß ich nicht. Ich tue jetzt erstmal beides drauf. Tarnung könnte ich eigentlich auch mal drauf machen. Dafür habe ich sie ja auch gekauft. Ui, Mirage. Habe ich auch schon 2 Runden gespielt. Auf Abschluss bestätigt. Und 2 Runden hintereinander. Und beide unentschieden. Das muss man sehen. Ich habe noch nie unentschieden gehabt. Noch nie. Wirklich noch in keinem Abschluss bestätigt irgendwie unentschieden. Aber 2-mal hintereinander auf dieser Map unentschieden. Nee. Schön, ne? Der Team Deathmatch funktioniert das ja leider nicht. Naja, doch, wenn die Zeit abläuft, ja, okay. Ne, funktioniert bei Abschlussbestätigung ja auch, eigentlich auch nicht, aber nur wenn die Zeit abläuft. Ja, könnten wir. Mal gucken, ob es jetzt die nochmal unentschieden. Hier. Team Deathmatch unentschieden. Auch noch nie gehabt. Und da haben wir die Tarnung. Oh, ich hab vergessen. Na, egal. Den Punkt, den mag ich ja nicht so. Hier kommen die meisten. Jedenfalls beim letzten Mal. Okay, kommt keiner. Dann nehme ich jetzt hier so der Mittelweg. Ja, da drüben spawnen die. Da. Und. Ja. Ist eigentlich ganz schön gemacht, die Map. Überall Sand. Warte. Ah. Überall Sand, Sandsturm. Da hinten ist auch noch eine Düne. Und. Ich finde es aber blöd, dass im Pool kein Wasser drin ist. Ist ja weggeweht worden oder wie? Hm, verstehe ich nicht so ganz. Oder der Sand hat das ganze Wasser aufgesaugt. Das kann auch sein. So mal ein im Fenster da oben, ne? Also wer jetzt denkt, der Ton hinkt hinterher, der Ton hinkt nicht hinterher. Also ja, ne? Ich habe es nur zu spät gesagt, weil ich noch was anderes gesagt habe. Nur mal so. Natürlich verlieren wir wieder. Ist so schön. Ich brauche mal ein anderes Visier. Also. Oder ich brauche Hardcore. Das ist noch besser. Ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Hardcore. Oh. Ja, 3 auf 1. Ist ja schön. Ob ihr Hardcore oder das normale Spiel besser findet. Also, ja gut, beim normalen Spiel hat man jetzt die ganzen Bilder, die Karte ist dauerhaft an. Und man sieht, ich müsste mehr Headshots machen. Man sieht, wie viel steht die ganze Zeit und wie viel Punkte, Serienpunkte man schon hat. So. Und ja, man kann keinen Gegner, man kann keinen Verbündeten abschießen, was auch eigentlich, ja, egal ist, weil. Ja, wann macht man das schon mal? Auf einen Verbündeten schießen. Ja. Ja, man hat halt auch kein... Ja, komm jetzt. Hat auch kein... diese Striche hier, die hat man auch nicht. Ich glaube, die kann man eigentlich wegdenken, wenn die nicht da wären. Die juckt eigentlich kein Mensch. Ich gucke da eigentlich nur... Ich habe eigentlich meinen festen Punkt in der Mitte, da gucke ich immer hin. Also jetzt nicht immer, aber meistens. Und ja, der Todbringer ist halt schwer dann auf Hardcore, was eigentlich auch nicht stimmt. Wo ist der? Wo ist der? Hä? Wo ist der? Oben. Welcher ist, lebt denn jetzt noch, Mann? Hätte nachladen sollen. Wo war ich gerade? Naja, beim Todbringer nervt, ist es halt ein bisschen schwerer dann zu treffen, aber eigentlich so richtig schwer, wie schon gesagt, ist das ja nicht. Irgendwie Headshots machen ist bei der Waffe schwer. Oder ich habe das falsche Visier drauf. Kann auch sein, ja. Mein Headshot-Counter geht nach oben, wenn ich dieses Visier, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ach, liegt der da unten auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, werden wir gleich sehen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das ist so ein Punkt mit einem Kreis drumherum. Ja. Punkt mit Kreis drumherum und dann nach unten so, ich glaube, ein Strich oder noch mehr kleine Punkte, ich weiß es nicht. Damit mache ich am meisten Headshots. Normalerweise. Und da ich es ja im Moment nicht drauf habe, weil ich es vergessen habe. Oder?
Ich sehe die meisten gar nicht. Ist ja schön. Ich hoffe mal... Ja, von hinten. Ich hoffe mal, die nächste Map ist dann eine von den zwei Maps, die ich noch nie gespielt habe. Was war das dann? Ah, nee, warte. Von den drei... Dann kommt dann noch die Schneemap. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die Schneemap und dann... Ach ja, der Skaterpark. Der wie er heißt. Der wird auch noch interessant, weil ich habe den auch noch nie gespielt. Ja, ich hoffe mal, der wird gewählt. Ich habe auch schon gerade eben, wie ich die zweite Runde Mirage gespielt habe, waren da Leute drin, also sind reingekommen und haben gesagt, oh nee, ich habe wieder Mirage. Oder nee, nicht Mirage. Und ja, ich verstehe eigentlich nicht. Also wenn sie es jetzt gerade eben die ganze Zeit gespielt haben, dann verstehe ich das schon. Ach komm, das waren sogar zwei. Aber wenn sie es überhaupt nicht spielen wollen, dann verstehe ich nicht, warum sie das Map-Pack gekauft haben. Weil ich spiele eigentlich immer alle Maps, die es gibt. Also ich wähle eigentlich, na gut, wählen tue ich schon meistens, wenn da eine Map ist, die ich eigentlich gut mag. Und wenn ich mal eine Map spielen will, die nicht so oft gespielt wird, dann wähle ich die eigentlich auch meistens. Oh, schon wieder einer. Aber rausgehen, nur weil eine Map mir nicht gefällt, eigentlich nicht, weil ich habe ja dafür bezahlt, dass ich die ganzen Maps auch spiele und mal auch mal was mir nicht so gefällt. Muss ja auch mal sein. Und ich bin bis jetzt nur aus, glaube ich, 5 Spielen rausgegangen. Weil ich entweder essen musste. Weil ich glaube, 2 zu 20 oder 2 zu 23, irgend sowas war das, hatte. Also 3 Abschüsse, 20 Tode, da überhaupt geht jeder raus. Und ja, was war noch? Ich habe eigentlich immer nur sowas. Und dann nur, wo man die ganze Zeit stirbt. Also jetzt rauskommt, stirbt und so. Also man spawnt, stirbt, dann spawnt man wieder, stirbt schon wieder. Und dann läuft man ein Stück wieder beim nächsten Spawn. Und dann stirbt man wieder und ja. Da aus solchen Sachen gehe ich eigentlich auch meistens raus. Aber erst am Ende, also fast am Ende, so wenn das die ganze Zeit so ist. Weil einmal, da war das am Anfang die ganze Zeit so. Und am Schluss habe ich es dann noch fast umgedreht. Also ich hatte dann, glaube ich, 14 zu 20. Jetzt habe ich 10 zu 18, ey. Ja. Die meisten, oder besser gesagt, manche, würden jetzt rausgehen, nur weil sie eine negative KD haben, die sowieso gezählt wird, weil die Kills... Ja. Außer die machen die PlayStation aus. Aber dann, ja, wird's kritisch. Kann die kaputt gehen.